herzlichen Glückwunsch zu deinem Titel. Hast dich ja wahnsinnig gefreut. Ja. Wie bist du das Rennen angegangen? Was war deine Strategie? Congratulations to the race. She was extremely happy when she hit the wall first. And I just asked her about the strategy of the race. Muss ich das auf Englisch antworten? Nein, kannst du auf Deutsch. Ja, also meine Strategie war eigentlich, die ersten 200 mit den Mädels mitzugehen. Und das Finish ist eigentlich immer meine Stärke. Und deswegen bin ich dann hinten raus einfach nochmal losgezogen. So her strategy was to go with the other girls for the first 200 and then power off as she did, because finishes are her strong point. So European Championships in Germany, and she is the German champion now, so she must be really excited. Europameisterschaften hier in Berlin, aufregend, oder? Ja, natürlich. Also hier in Berlin eine EM zu haben, das ist natürlich der Traum jedes Schwimmer, jeder Schwimmerin. Zumal es natürlich ein ganz anderes Feeling ist, wenn die eigene Heimat hier mit im Stadion sitzt, wenn Familie hier sitzt. Die können ja auch nicht immer überall mit hinreisen, deswegen ist natürlich was anderes und ist cool. So she said, as you could tell, it's pretty cool that the European Championships are here in Berlin, especially for the athletes to have it in their home country with their families and friends in attendance to watch, and she's pretty excited. So thank you, Johanna. Thank you. Dankeschön.